Das Autohaus Felbinger in Leonstein zählt zu den Traditionsbetrieben im Steiertal und wird in zweiter Generation von Franz Felbinger geführt. Im Produktsortiment stehen Neuwagen der Marke Nissan, aber auch Gebrauchtwagen jeder Preisklasse mit dem dazu passenden Finanzierungsmodell. 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind um die Kundenwünsche bemüht. Als Chevrolet-Servicepartner und Mitgliedsbetrieb von AD Autodienst, der europaweit größten Werkstättenkette, werden Service- und Reparaturarbeiten an allen Automarken zu Top-Konditionen durchgeführt. Ja, der Slogan vom Autohaus Felbinger heißt ja, mit uns fahren Sie gut. Und was ich so ein bisschen gehört habe, seid ihr ja besonders gut unterwegs zurzeit. Ihr habt ja voriges Jahr das beste Ergebnis in der Firmengeschichte gemacht. Ja, das ist richtig. Wir haben uns ständig nach vorne entwickelt. Es waren mehrere Faktoren. Es war die Modellpolitik von Nissan sehr positiv. Wir haben super Modelle im Portfolio. Wir haben letztes Jahr sehr viele Jahres- und Jungwagen abgesetzt. Das ist auch immer mehr gefragt und haben somit über 100 Fahrzeuge letztes Jahr absetzen können. Das war unser erfolgreichstes Jahr seit Beginn. Seit wann gibt es eigentlich schon? Der Betrieb ist gegründet worden 1984, am 1. Mai, am Tag David, ja, war die Gewerbeanmeldung. Und seit 1985 gibt es dann einen Neuwagenvertrieb Nissan. Ja, wenn ich da jetzt so richtig nachrechne, 85 oder Ende 84, da warst du gerade halt 4 Jahre. Das heißt, du bist da richtig mit dem Autohaus mitgewachsen und da aufgewachsen wahrscheinlich, oder? Ich war schon als kleiner Bub, also schon vor dem Kindergarten eigentlich, da und habe mitgeholfen, mir hat das taugt. Und das heißt, normale Kinder haben mit dem Matchbox-Auto gespielt und du schon mit den richtigen? Ja, genau. Ich habe mich natürlich in die großen Autos auch schon reingesetzt und was mir besonders taugt hat, ich habe so einen Dreiraller gehabt und ich habe mir dann die alten Auspuff geholt von hinten vom Schrottplatz, habe mir die irgendwie in den Dreiraller reingesteckt und dann habe ich Zündhölzer angezündet und habe sie in den Auspuff reingehauen, also es hat sogar rausgerauchte. Sehr gut. Also man merkt richtig, du hast immer schon eine Leidenschaft ein bisschen für Autos gehabt, oder? Ja, richtig. Total, ja. Nissan hat ja zurzeit ein total sensationelles Produktportfolio und ich glaube, das ist ja einer der Erfolge, warum sie so gut unterwegs seid. Gell? Ja, der Türöffner im Prinzip für den großen Erfolg war der Qashqai. Der Qashqai ist vor mittlerweile 10 Jahren am Markt gekommen. Da hat es kaum Fahrzeuge gegeben in dem Segment. Der hat einfach die Vorteile von einem Fahrzeug mit höherer Sitzposition verbunden mit Pkw-Komfort. Es ist irrsinnig gut angekommen. Und so ein richtiges Einsteigermodell wird jetzt gerade wieder neu angeboten, das ist der Micra. Das ist auch so eine Erfolgsgeschichte, glaube ich. Gell? Genau, ja, den Micra, den gibt es seit 1983. Die 5. Generation, was jetzt am Markt ist, die hat nur eins gemeinsam mit den Vorgängermodellen und das ist der Name. Das Auto hat sich total verändert. Ich erst kürzlich bei der Produktschulung in Dubrovnik haben wir den erleben dürfen, auch mit den Mitbewerbern. Und wir sind wirklich ganz, ganz vorne dabei. Er hat ein sportliches Außendesign, ein dynamisches Fahrverhalten, auch sehr komfortabel und ist auch von den Technologien her, was er innen anzubieten hat. Ein besonderes Highlight im Kleinwagensegment ist das Bose Personal Sound System. Also das wirklich ein Konzertfeeling im Fahrzeuginnenraum. Seit Beginn an ist man im Autohaus Felbinger von der Marke Nissan überzeugt. Nissan ist Komplettanbieter in allen Fahrzeugsegmenten. Vom agilen Cityflitzer über starke Crossover- und Pickup-Modelle bis zu geräumigen Nutzfahrzeugen. Die weltweite Erfolgsgeschichte von Nissan geht zurück auf den ältesten japanischen Automobilhersteller Datsun. Ja, wer dich ein bisschen näher kennt, weiß ja, dass du so ein bisschen ein Oldtimer-Freaker bist und also einen richtigen, schönen alten Datsun in deiner Garage hast. Und was die wenigsten aber wissen, ist, Datsun hat ja direkt was mit Nissan zu tun, gell? Datsun ist ja der älteste japanische Automobilhersteller. Nissan, die Umfirmierung war ja in die 80er Jahre, da ist dann aus Datsun Nissan geworden. Und bezüglich Oldtimer, ich habe das immer wieder gesehen bei uns in der Werkstätte. Wir haben einige Kunden, die haben Oldtimer. Anfangs waren das für mich nur alte Autos, ich habe nicht recht viel damit anfangen können. Und irgendwann ist dann einfach die Affinität gestiegen und habe dann schon im Internet geschaut, immer schon ein Jahr lang. Nicht? Und meine Frau hat dann schon gesagt, naja, wenn er dir gefällt, dann nimm den. Ja, und so ist das halt dann geworden. Ich habe dann dort angerufen und habe mir aus Deutschland einen Datsun 240Z importiert. Das ist ein richtiger Klassiker, gell? Was man so ein richtiger, schöner Oldtimer.
Ja, er ist weltweit sehr bekannt. Also es war damals der meistverkaufte Sportwagen weltweit. Ist in Amerika, waren extreme Absatzzahlen, der 1969 gekommen ist. Meiner ist ein Baujahr 1. Juli 1973, ist aus Kalifornien gekommen. Das heißt, der ist öder wie du? Der ist öder wie ich, ja. Ist aber in einem traumhaften Zustand, er ist ungeschweißt und ja, ich habe mich verliebt in das Auto. Ich habe eigentlich gesucht nach einem roten oder schwarzen, geworden ist ein Zitronengelber, also ein richtiger kräftiges Gelb, also der fällt auf der Straße. Nicht zum Übersehen. Über 30 Jahre Erfahrung für Ihre Sicherheit. Autohaus Felbinger, Ihr verlässlicher Partner für alle Automarken.